Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute gibt es mal einen Online-Shopping-Haul und zwar habe ich mir passend zum Herbst bzw. Winter 4 Pullover im Internet bestellt und zwar habe ich 2 davon mir bei Rombe netterweise aussuchen dürfen und 2 bei Amazon bestellt und die Links zu den 4 Pullovern findet ihr dann nochmal in der Infobox, also falls ihr einen Pullover schön findet, könnt ihr da ja mal vorbeischauen. Ich würde sagen, beginnen wir mit dem ersten Pullover von Rombe und zwar ist das dieser hier, der ist einfach weiß und hat hier so eine Rose drauf und rechts und links 2 schwarze Streifen. Meiner Meinung nach sieht der Pullover eigentlich genauso aus wie auf dem Foto auf der Internetseite. Also man sieht auch, finde ich, bei dem Foto, dass der Stoff ein bisschen dünner ist und ich muss auch sagen, dass der Pullover so einen recht leichten Stoff hat, also fast wie ein T-Shirt-Stoff eigentlich. Das Einzige, was ich nicht so cool finde, ist einmal, dass die Rose hier ein bisschen abgeht, aber ich denke, das kann man nochmal so ein bisschen nachbügeln und dann, denke ich, geht das wieder komplett. Und was ich halt auch nicht so cool finde, ist, dass die Ärmel ein bisschen knapp sind, aber ja, ich habe mir halt L bestellt und wenn ihr den Pulli bestellt, würde ich euch wirklich raten, XL zu bestellen, also wenn ihr 1,60 Meter oder größer seid, weil sonst habt ihr das gleiche Problem wie ich. Und ja, ich finde den Pullover aber trotzdem schön, also ich finde jetzt nicht, dass es schlimm ist, dass die Ärmel ein bisschen kürzer sind. Und ja, der nächste Pullover ist wieder von Rombe und zwar sah der auf der Internetseite so aus und in Wirklichkeit sieht er eigentlich fast genauso aus wieder. Also ja, er hat halt so eine Strickoptik und hinten solche sowas Geschnürtes. Vorne hat er dann so eine Tasche, was ich ganz schön finde. Und ich finde auch, dass diese Details diesen Pulli echt ausmachen. Ich finde halt, dass der auf dem Bild von der Internetseite so ein bisschen lockerer und mehr oversized aussah. Aber ich mag ihn auf jeden Fall trotzdem echt gerne und finde auch, dass eben wegen den Details er was komplett Besonderes ist. Weiter geht's mit einem Pulli von Amazon und zwar sieht er so aus. Der ist oben rosa, in der Mitte weiß und unten grau. Und in dem Weißen steht, wie ihr sehen könnt, Different drin. Das Einzige, was ich nicht so cool finde beim Tragen ist, dass er ja 3 verschiedene Farben hat und deswegen so verschiedene Nähte. Ist halt ein bisschen komisch verarbeitet, also so sieht es halt aus und das ist halt nicht so angenehm beim Tragen, aber ich komme darüber auf jeden Fall hinweg. Wie ihr sehen könnt, sitzt der Pulli ein bisschen oversized. Das liegt daran, dass ich ihn in XXL bestellt habe, weil ich ihn eben so ein bisschen größer haben wollte. Und der vierte und letzte Pulli, den ich mir bestellt habe, ist wieder von Amazon. Und das ist der, den ich gerade anhabe. Wie ihr sehen könnt, hat er hier vorne so 2 Bänder, dann eine Kapuze. Und dann hat er noch an den Handgelenken und unten bei diesem Bund so ein Gummizug und der ist eben so gestreift und ich finde diese Streifenfarben richtig cool. Wie ihr sehen könnt, ist der Pulli extrem oversized. Ich habe ihn in M bestellt und ja, es stand eben dran, dass er recht groß ausfällt. Der Pulli ist auf jeden Fall wirklich warm und auch total gemütlich und ich bin wirklich ein riesiger Fan von dem Pulli und keine Ahnung, ich glaube, es ist auch mein Lieblingspulli von dem Haul jetzt. Und mir ist gerade eingefallen, dass ich gar nichts zu den Lieferzeiten gesagt habe. Und zwar haben die beiden Sachen von Rombe 1 Woche zum Liefern gebraucht. Der Pulli, den ich gerade anhabe, der hat 2 oder 2,5 Wochen zum Liefern gebraucht. Und dieser Pulli mit dem Different drauf, der hat 1,5 Wochen, glaube ich, gebraucht. Das war es jetzt mit meinem Video und ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Die ganzen Links zu den Pullovern sind alle nochmal in der Infobox. Also falls ihr irgendeinen Pulli schön findet und den auch haben wollt, könnt ihr ja mal in der Infobox vorbeischauen. Ich würde mich auf jeden Fall wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich jetzt hier gerne abonnieren. Und dort kommt ihr jetzt zu meinem letzten Video. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!